Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich bin Amalia und heute gibt es die Pac-Man-Mod. Ja, es gibt jetzt Pac-Man in Minecraft und das erinnert dich vielleicht auch an den Film Pixels, der jetzt, glaube ich, auch bald schon in den Kinos läuft, wo auch einfach mal ein Pac-Man rumläuft und einfach Autos isst und so weiter. Auf jeden Fall richtig cool. Und ja, es gibt jetzt auch Pac-Man in Minecraft. Wir haben einfach mal dieses Spawn-Egg hier und damit können wir gleich hier Pac-Man erschaffen. Dann werden wir einfach mal direkt hier rausgehen. Aber bevor wir das machen, wollte ich einfach mal eine kurze Sache sagen. Es gab ja jetzt schon mal länger keine Mod-Vorstellung. Ich weiß nicht mehr, ob ich die jetzt so häufig bringen soll hier auf dem Kanal. Deswegen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder dieses Video entscheidet einfach mal darüber, also wie gut das Feedback ist, ob ich dann mehr Mod-Vorstellungen in Zukunft machen werde. Also wir fangen jetzt, beziehungsweise steigen jetzt hier einfach mal wieder mit einer kleinen Mini-Mod an, wo einfach nur ein Mod oder ein Mob hinzugefügt wird. Und ich habe das hier schon mal so ein bisschen ausprobiert. Falls ihr die Noisetown-Map hier kennt, dann wisst ihr, dass hier normalerweise Bäume stehen. Aber der Pac-Man, der hat sich die Bäume hier einfach mal gesnackt. Ich würde sagen, wir spawnen einfach mal direkt. Lasst auf jeden Fall den Daumen hoch da, wenn ihr mehr mit der Mod, vielleicht auch in anderen Serien, wie den Modded Minigames, Lucky Blocks und so weiter, sehen wollt. Und falls ihr mehr Mod-Vorstellungen wollt. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt hier und spawnen direkt den Pac-Man. Und der sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Okay, 3, 2, 1 und das ist der Pac-Man. Guckt ihn euch an. Er dreht direkt durch. Also ein richtig, richtig geiler Mob hier in Minecraft. Und der rastet komplett aus. Also es sieht richtig, richtig geil aus. Also guckt euch einfach mal diese Grafik an. Das ist super geil und ihr seht, der isst einfach Laub. Der isst einfach alles, was ihm so in den Weg kommt. Auch andere Mobs. Diese arme Kuh, die hier steht, die wird vielleicht auch von ihm gegessen. Also wir können uns auch mal hier so eine Kuh hinspawnen und können einfach mal gucken, was der macht. Ja, ihr seht. Oh, was passiert mit der Kuh? Okay, der hat einfach mal hier durchgeschleudert. Okay, wir gucken einfach mal, was mit dieser Kuh passiert. Okay, wir schubsen dich doch mal rein. So, ihr seht, die Kuh wird einfach aufgegessen vom Pac-Man, weil er natürlich Hunger hat und jetzt hier irgendwas essen muss. Das ist echt also richtig krass. Wir werden das gleich im Game Mode 0 natürlich noch versuchen, also an uns selber, wie der uns aufessen wird. Das ist auf jeden Fall kein leichter Mob. Der hat 100 Leben, wie ihr oben links schon seht. Und der hat auch schon ein paar Attacken. Das sieht echt richtig komisch aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so ein komplett neues Bild in Minecraft. Sonst sind die Mobs ja eher so statisch. Die haben jetzt nicht so eine Attacke, beziehungsweise machen nicht so eine krasse Animation. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Game Mode 0 und werden einfach mal versuchen, gegen den zu kämpfen. Okay, wir werden das jetzt hier einfach mal machen. So, Game Mode 0 und oh, ja gut, ich habe kein Leben. Ich werde mir kurz die Rüstung hier anziehen und mir ganz kurz Leben geben. So, dazu esse ich einfach mal was, würde ich sagen. So, also ihr braucht auf jeden Fall ja gute Ausrüstung. Ich habe mir direkt schon mal die Diamantrüstung angezogen, weil sonst wird es ziemlich schwierig. Ich würde auch sagen, ich hole mir einfach mal Goldäpfel. So, die werde ich nämlich auch brauchen. Also wie gesagt, das ist kein leichter Mob. Das werdet ihr gleich noch sehen, wenn wir kämpfen. Wie gesagt, 100 Leben. Das ist jetzt nicht so leicht, den zu besiegen. Okay, ein Goldapfel esse ich einfach mal direkt schon. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir hier in den Fight. 100 Leben hat er und los geht's. Und ich will noch nicht ran. Also ihr seht, der ist jetzt auch nicht... Oh, okay, jetzt will er mich essen. Okay, jetzt hat er bemerkt, dass ich im Game Mode 0 bin. Und jetzt kommt er auch auf mich zu. Okay, ihr habt gesehen, der ist schon mal richtig aggressiv. So, ich würde sagen, wir greifen den direkt mal an. Wir machen auch ein bisschen Schaden, aber ihr seht, okay, der ist echt ein bisschen... Oh, der hat einfach die Kiste da weggenommen. Okay, so, wir werden wieder angreifen. 82 Leben, wir werden einfach mal ein bisschen von der Seite. Okay, der dreht sich zu uns oder auch nicht. Oh, okay, 69 Leben hat er noch. Nice. Und wir essen hier direkt den Goldapfel. Okay, ihr seht, also mit einer Diamantrüstung macht er trotzdem sau viel Schaden. Der ist auf jeden Fall ziemlich schwierig zu besiegen, würde ich mal sagen. Okay, und jetzt geht er auf uns zu. Also guckt euch das einfach mal an. Pac-Man ist einfach hinter mir. Der will mich essen und der isst hier. Ist er gerade... Hat er irgendwas gerade gegessen? Oh, jetzt wird er vielleicht hier das Haus essen. Laufen wir einfach mal hier hin. Vielleicht wird er einfach das Haus hier weg essen. Ich weiß es nicht. Ja, okay, der nimmt sich einfach den Zaun und isst ihn. Er läuft bei ihm. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Damage machen. So, okay. Oh, wir machen... Der ist einfach auf uns drauf. Nein. Oh, jetzt werden wir sterben. Wir werden sterben. Okay, wir sind direkt zum ersten Mal hier gestorben. Ich würde sagen, den Pac-Man lassen wir da alleine und wir spawnen direkt einen zweiten. So, den werden wir spawnen. Da habt ihr auch die Spawn-Animation gesehen. Der wird dann einfach so klein, also von klein wird er so groß. Das sieht richtig, richtig geil aus. Also Props an die Mod-Ersteller. Sieht richtig cool oder ist richtig cool umgesetzt hier in Minecraft, der Pac-Man. Und jetzt werden wir versuchen, wieder so ein bisschen Schaden zu machen. Oh, okay. Ihr seht, das ist nicht einfach. Vor allem, wenn man gegen irgendwelche Blöcke läuft. So, okay.
So, also, wie gesagt, habe ich am Anfang des Videos auch schon gesagt, der Pixels-Film ist ja bald draußen oder ist auch schon draußen, ich weiß es nicht ganz genau. Könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr den schon gesehen habt, beziehungsweise ob ihr den Trailer dazu gesehen habt. Ich habe mir den gerade gegönnt. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Da ist einfach mal, wie gesagt, schon so ein Pac-Man, so ein Auto auf. Das ist auf jeden Fall richtig cool umgesetzt. Also gefällt mir der Stil von dem Film. Oh, und der greift mich direkt wieder an. Also ich glaube, diesen Pac-Man, den müsst ihr in einem Modpack spielen, weil sonst könnt ihr da, glaube ich, jetzt nicht so viel machen. Wie gesagt, wenn er einfach direkt neben euch steht, da könnt ihr nicht viel machen. Da seht ihr, da sterben wir sehr, sehr häufig. Wir werden jetzt einfach mal in den Game-Mode gehen und den dann töten. Beziehungsweise, komm, machen wir mit einem neuen. So, okay. Oh, schnell im Game-Mode. Und jetzt werden wir den einfach mal töten. Ja, zum Pixels-Film, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal den Trailer angucken. Und ich habe eben gerade mal Pac-Man gegoogelt und dann gibt es ein cooles Google-Doodle. Also falls ihr jetzt das Originalspiel Pac-Man spielen wollt, könnt ihr einfach mal bei Google Pac-Man eingeben und könnt ihr das direkt spielen. Also richtig cool gemacht, Google. Und jetzt werden wir den einfach mal hier angreifen. So, also der macht auch die ganze Zeit so einen Sound. Ich mache euch das mal so ein bisschen lauter hier. So, da hört ihr den Sound. Also, ja gut, auf Dauer will man das, glaube ich, nicht hören, deswegen mache ich das mal hier so ein bisschen leiser. Jetzt werden wir den hier mal ganz kurz töten. So, und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr mit solchen Mods wollt. Also es gibt ja viele Mods, die so kleine Mobs drin haben und jetzt hat er nur noch 3 Leben und wenn wir den jetzt töten, dann wird er was droppen. Und das ist in diesem Fall, oh, ich habe ihn nicht getroffen, jetzt isst er sich einfach nochmal hier den Wald weg. Und jetzt töten wir den und da habt ihr gesehen, der droppt einfach ein paar Items. Falls ihr die Items nicht kennt, die sind aus Deko-Mods, die ich hier gerade mit installiert habe für die Noisetown-Map. Und da droppt er einfach. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Warspawn oder was auch immer für einen Mod Nevermind oder so installiert habt, dann droppt er einfach, ja, Sachen von den Mods und das ist ziemlich cool. Stellt euch einfach mal vor, ihr bekommt halt so ein richtig geiles Schwert oder so. Das lohnt sich das auf jeden Fall, den zu besiegen. Also wie gesagt, ich glaube, den Pac-Man, den muss man im Modpack spielen, sonst wird man sehr oft sterben. Da kann man ja, wie gesagt, nicht wirklich viel machen, wenn man einfach einmal zu nah dran ist. Wir können das ja auch mal mit dem Bogen versuchen, ob wir mit dem Bogen Schaden machen können. No, aber wenn ihr seht, im Nahkampf kann man da echt nicht so viel machen. So, außer häufig zu sterben. Okay, werden wir einfach mal so machen, dann spawnen wir direkt hier den Pac-Man hin. Und werden jetzt mal versuchen, mit dem Bogen den abzuschießen. Da seht ihr, machen wir einen Schaden mit dem Bogen. Also ist jetzt auch nicht so krass. Ich weiß nicht, ob man da jetzt 100 Mal draufschlagen will. Okay, manchmal machen wir auch 2 Schaden. Wo machen wir die ganze Zeit 2 Schaden? Am Anfang haben wir irgendwie einen Schaden gemacht. Auf jeden Fall müssen wir ziemlich häufig da draufschlagen. Und die arme Kuh, was machen? Also ihr seht, der isst auch andere Mobs. Richtig krasser Mob, kann man nicht anders sagen. Könnt ihr auf jeden Fall mal auch gerne installieren. Ist auf jeden Fall eine coole kleine Mod, um mal wieder hier einzusteigen mit den Mod-Vorstellungen. Falls ihr auf jeden Fall, ja, mehr Mods sehen wollt, schreibt mir Mods in die Kommentare, die ich vorstellen soll. Oder Commands oder was auch immer. Ich weiß halt nicht, was ich momentan so montags machen soll. Ich habe ja auch schon ziemlich viele Mods vorgestellt, über 80 Stück jetzt schon. Könnt ihr auch gerne jetzt noch in die Playlist gucken, falls ihr wollt. Da weiß ich jetzt nicht mehr so, ob ich viele coole Mods finde, aber ich hoffe doch natürlich und ich finde, das ist schon mal ein cooler Mod. Den kann man auf jeden Fall mal in einem Modpack benutzen und ich glaube, den werden wir auch in Blockbuster 3 benutzen. Falls ihr das auf jeden Fall wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Also ihr merkt, heute könnt ihr wieder richtig viele in die Kommentare schreiben. Also ist schon ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Mod-Vorstellung und jetzt habe ich einfach wieder Bock, hier eine Mod-Vorstellung zu machen. Und ja, ich würde sagen, das war's. Guckt euch gerne den Pixels-Trailer an. Versucht einfach mal dieses Google-Doodle, wo ihr einfach nochmal Pac-Man spielen könnt. Und ja, ihr könnt ihn auch reiten. Genau, das hätte ich fast vergessen. Wenn wir uns hier einfach mal einen Sattel nehmen. So, ich kann nicht schreiben. Wenn wir uns mal einen Sattel nehmen, könnt ihr leider noch nicht tamen oder so. Das heißt, ihr könnt den jetzt einfach nur den Sattel aufsetzen. So, hat er schon, genau, da hat er den Sattel auf. Dann können wir uns einfach hier draufsetzen. So, genau, jetzt sitzen wir einfach da drauf. Aber wir können jetzt nichts machen. Wir können auch nicht entscheiden, wo der hinläuft oder so. Wie gesagt, wir können ihn nicht tamen. Aber trotzdem, wir können einfach hier rumsitzen. Ist auch cool. Ist eine gute Freizeitbeschäftigung in Minecraft. Ja, also ich würde sagen, das war's von dieser Mod-Vorstellung. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Falls ihr mehr von der Mod wollt, schreibt es mir in die Kommentare und auch alle anderen Sachen, die ich heute angesprochen habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Eine kurze Sache, wo der spawnt, weiß ich nicht. Das stand auch nicht auf der Mod-Seite. Also der Mod ist auf jeden Fall noch in der Entwicklung. Aber checkt das auf jeden Fall mal ab. Und dann könnt ihr sonst auch irgendwo einfach spawnen in der Welt und den dann versuchen zu besiegen. Okay, das war's von dieser Mod-Vorstellung. Falls ihr mehr Mod-Vorstellungen wollt, dann lasst auf jeden Fall den Daumen hoch da. Und schaut auch gerne jetzt in die Playlist oder auf dem Kanal vorbei, falls ihr mehr Videos sehen wollt. Wie gesagt, in der Playlist gibt es schon über 80 Mod-Vorstellungen. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Falls ihr mehr Mods wollt, falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich abonnieren. Okay.
Okay, ich glaube, die reden jetzt hier gerade miteinander. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Okay, das war's vom Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.